Spatzen ist Beatrice. Boah, da bin ich noch nicht Spätzer. Pressekonferenz wegen der Pensionsreform. Nein, die Reporter sind eh noch nicht da. Aber du weißt schon, dass unser Pult durchsichtig ist. Wo ist denn dein Rock? Was? Weißt, ich habe ja gerade ein Vorstellungsgespräch bei unserem neuen Bundespräsidenten, dem Dr. Van der Bellen, gehabt. Weißt, der hat mich gleich einmal gefragt, ob ich im Team arbeiten kann. Naja, habe ich ihm gesagt, was ich habe. Du, aber ich sag das, Nacktheit war noch nie ein Problem für mich. Ach, im Team, hat er gemeint. Und wie ist das Gespräch verlaufen? Du, ganz gut. Er hat mich nämlich dann gleich gefragt, ob ich in der Abteilung intrigieren kann. Habe ich gesagt, mei, da können Sie sich auf mich verlassen. In einer Woche sind alle gestritten. Integrieren, so ist die, du Fremdwörter-Abstinenzlerin. Und hast jetzt wenigstens den Job? Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, weil der Dr. Van der Wauwau hat dann gesagt, er kann mir keine Stelle anbieten, weil er keine Arbeit für mich hat. Habe ich gesagt, sie, mein Gott, nein, das würde mich jetzt nicht so stören. Also bei dir sieht man richtig, es genügt nicht, unfähig zu sein, man muss auch in die Politik gehen. Du, jetzt nimm endlich einmal ein Hörgerät, du bist ja nicht mehr die Jüngste. Mei, da red grad die Richtige. Wie alt bist denn du? Man darf eine Dame nach allem fragen, nur nicht nach dem Alter. Ach so? Na ja, wie viel wiegst denn grad? Also, ich bin jetzt 56 Jahre alt. Weißt du, aber bitte sag's nicht meine grünen Parteifreunde. Stell dir vor, ich hab mir vom Weihnachtsgeld jetzt ganz einen neuen Porsche gekauft. Du, der geht von 0 auf 100 in 5 Sekunden. Lächerlich, die schafft mir Wog in einer Sekunde. Ich bin aber jetzt sehr sportlich und spiele mit Büringer, der jetzt bald gut genügend Zeit hat, jede Woche Tennis. Gell, spielt vielleicht unser Landeshauptmann gut Tennis? Das weiß ich nicht, ich sehe nicht hinter nichts. Na weißt, ich achte ja mehr auf eine gesunde Ernährung. Ich bin nämlich jetzt Veganerin. Na super, nur so eine. Also wenn das mit den Veganern und Vegetariern so weitergeht, sehe ich mich mit meinen Depretiner bald bei den Rauchern draußen stehen. Agente 1 und 2 und Team. Du, übrigens, ich hab dich eh schon lange nicht mehr gesehen. Wo warst denn du immer? Naja, ich bin jetzt 2 Wochen mit Hepatitis im Bett gelegen. Na geil, man kann über die Griechen sagen, was man will, aber im Bett, da sind sie ausdauernd. Du, sag einmal, dein Mann ist ja noch übel so dick. Ja, das einzig Sportliche bei uns daheim ist der Läufer im Vorzimmer. Du, und wieso macht er jetzt einen Englischkurs? Mein Gott, nein, sag dir was. Beim letzten Staatsbesuch von der Queen Elizabeth hat ihn die gefragt, and where is your home? Hat mein Mann gesagt, home is where my Bauch must not be eingezogen. Du, aber weißt du, was jetzt in Van der Bellen schon passiert ist, bei der ersten Staatsreise nach Washington fährt er mit Trump in einer Kutsche, fährt in Schwarf und lässt dann fahren, sagt der Trump, oh, I am so sorry, Mr. President, sagt der Van der Bellen,
Das macht doch nichts. Ich hab eh zuerst geglaubt, dass das Pferd ist. Was für mein Mann und mich ist ja Amerika das Land der unbeschränkten Möglichkeiten. Ja, und wie die meisten es meinen, jetzt ist es das Land mit den unmöglich Beschränkten. Na, also, weißt du, gerade vom Trampel redst, ich sag das, ich weiß nicht, ob du das jetzt in der heute abends im Radio gehört hast, ganz schrecklich. Im Weißen Haus ist ein Feuer ausgebrochen und hat die Privatbibliothek vom Trump komplett vernichtet. Alle seine 2 Bücher sind verbrennt. Ja, das besonders Tragische daran ist, dass er mit dem zweiten, mit dem Ausmalen noch nicht fertig war. Sag einmal, wie geht's denn eigentlich deinen Verlobten? Nein, ich habe jetzt Schluss gemacht. Ich habe ihm den Ring zurückgegeben und habe gesagt, ich habe es satt, mit einem Geizhals verlobt zu sein. Was hat er denn gesagt? Er hat nur gefragt, was Etui ist. Du, wenn ich jetzt ein Vogel war, ich wüsste ganz genau, wann ich jetzt als erstes ausscheißen darf. Bitte, also wie du immer über Männer redest. Weißt, Männer haben auch Gefühle. Ja, vor allen Dingen Hunger. Du, ich sag das, als Frau kannst du einen Orgasmus vortäuschen, aber ein Mann kann eine ganze Beziehung vortäuschen. Sag einmal, hat es leicht sexuell zwischen dir und deinem Verlobten nicht gar so passt? Naja, wir haben halt nur die Sandlerstellung gemacht. Na, die kenne ich ja gar nicht. Du, wie geht denn die? Ich hab die Brücke gemacht und der hat drunter geschlafen. Du bist ja sexuell sehr versiert. Weißt du eigentlich, bei welcher Stellung die schiersten Kinder entstehen? Ja, da musst du schon deine Mama fragen. Also, du hast ja nur einen Neid, weil mein Mann und ich ein sehr ausgefülltes Liebesleben haben. Erst gestern hat er zu mir gesagt, ab jetzt will er mich platonisch lieben. Ja, weißt du überhaupt, was platonische Liebe ist? Na, nicht so genau, aber du, ich werde mich zur Sicherheit überall waschen. Du, gestern war ich mit meinen Parteikollegen feiern. Du, ich hasse Menschen, die ihre Grenzen beim Alkohol nicht kennen. Du, die haben mich 3-mal fallen lassen, wie sie mich heimgetragen haben. Rakete 1 und 2 und 5. Also, du machst da ja was mit. Ja, früher haben Politiker Verantwortung getragen, jetzt tragen's Boss und Amane. Nein, das sehe ich jetzt überhaupt nicht so, weil unsere Grünen-Chefin zum Beispiel, die Klawischnik, die hat immer super Ideen und jetzt vorgeschlagen, weil ja die Frauen sowieso die meiste Verantwortung in der Erziehung der Kinder tragen, das Wort Erziehung in Sieziehung umzubenennen. Ja, das braucht man genauso wie die Töchter in der Bundeshymne. Es war ja dasselbe, wenn die Beamte eigene Hymne hätte. Ja, wieso? Haben wir eh? Was? Welche? Wake me up before you go, go. Also, wenn ich so nachdenke, war eigentlich für mich ein Beamter der ideale Ehemann. Weil wenn er heimkommt, ist er ausgeschlafen und Zeitung hat er auch schon gelesen. Du,
Was das sehe, wie ich neulich in Brüssel war, da ist mir was aufgefallen. Da hängt für jedes Land in der EU eine eigene Uhr dort, nur zeigen die alle ganz eine andere Zeit an. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ja, das hat eine ganz besondere Bedeutung. Jedes Mal, wenn ein Land eine Fehlentscheidung in der Flüchtlingspolitik trifft, ruckt der Zeiger der Uhr eine Minute noch vor. Ach so! Da, aber ich habe die deutsche Uhr gar nicht gesehen. Ja, das glaube ich, die hängt in der Kantine als Ventilator. Stell dir vor, ich weiß nicht, ob ich dir das schon gesagt habe, wir kriegen jetzt ein Aquarium in unserer Abteilung. Glaubst du nicht, dass das zu Hektik in euer Büro bringt? Was, das Aquarium erinnert mich nämlich immer so an einen Urlaub. Ich möchte nämlich so einmal nach London oder am Mond fliegen. Ja, und was glaubst du, was weiter weg ist? Der Mond oder London? Na, hallo? Hast du schon einmal London von da aus gesehen? Ah ja, das wollte ich auch noch sagen. Die Regierung eröffnet jetzt 3 neue psychiatrische Anstalten in Österreich. Wo denn? In Innsbruck, in Bad Hall und Wien wird überdacht. Sag einmal, Inge, was hast denn du neulich in deiner großartigen Rede über die Flüchtlingspolitik gesagt? Ich? Nix? Ja, das ist mir schon klar. Ich möchte nur wissen, wie du das formuliert hast. Du, geil, und die Registrierkassenpflicht hat auch überhaupt nichts gebracht. Da könntest du unseren Finanzminister direkt in die Wüsten schicken. Ja, was glaubst du, was dann passiert? 4 gar nichts und dann wird der Sand teurer. Apropos, weil wir ja da jetzt bald der Presserede und Antwort stehen müssen zur Pensionsreform. Weißt du eigentlich, was unser Bundeskanzler, dein Chef, in Sachen Pensionsreform denkt? Ja sicher, ganz genau. Ich habe schließlich eine Kronenzeitung-Abo. Übrigens, gestern hat es ja bei uns an der Tür geleitet, haben sie fürs Altersheim gesammelt. Ja, und hast du was gegeben? Ja, in Opa. Weil Doma war ja gerade einkaufen. Genau, da habe ich sie nämlich beim Balmers getroffen. Da hat sie nämlich gerade ein Bikini gekauft. Was? Hoffentlich nicht der. Nein, sie hat zu Friedwagner Sissi gesagt, wissen Sie was, aufs Oberteil kann ich verzichten, ich bringe alles in Dosen rein. Rakete 1 und 2 und 5. Ja, geil, unsere Pensionisten, wie wir da letzten Sonntag die Turner der Pensionistengruppe Adelwang Mitte besucht haben, man, da hat's mich geschreckt, wie fit die alten Leidl noch sind. Sag einmal, wollen die ewig leben? Wie sollen wir uns denn die Pensionen leisten können? Da brauchst du keine Sorgen machen. Unser Sozialminister, der Stöger, hat eine geniale Idee. Er schickt jetzt die Rentner alle ins Ausland, da kostet's nichts. Du, und ich darf die erste Delegation begleiten. Du komm einfach mit. Ja, glaubst, geht denn das? Wo fahren wir denn hin? Ja, das ist nur ein Geheimnis. Ich weiß nur, dass es mit MA anfängt. Aber das sind sicher die Malediven oder Mauritius. Oder gar Mallorca. Ja, du, aber weißt du, der Flieger geht ja gleich. Was? Du, komm, wir müssen sie beeilen. Sofort weg, da kommt. Ja. Die Rentner. Unendliche Kosten. Wir schreiben das Jahr 2017.
Dies sind die Abenteuer des Raumschiff Rentnerpreis, das von Minister Stöger ins All geschickt wurde, um kostengünstige Seniorenresidenzen auszuforschen. Nach langer Irrfahrt durch die Galaxien entdeckte die Besatzung am Mars eine Spezies, von der die Menschheit gehofft hat, dass sie längst ausgestorben ist. Ah, das ist aber nicht Mallorca. Und Modern Talking ist auch da. Na, so ein Scheiß. Calling, calling, Roger, Roger, can you read me? Landing coordination. We are now 10 seconds from countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engage with blast. Drum haben's uns von der Erde verstaubt. Doch am Mars, das ist schön, kann uns keiner verstehen, weil die Marsmännchen sind alle taub. Wir singen meist den ganzen Tag denselben Scheiß. Sherry, Sherry Lady, es ist wirklich herrlich, mit unserem Gesülze sind wir da die Stars. Sherry, Sherry Lady, es sind alle derisch, drum sind wir die größten Promis auf dem Mars. Sherry, Sherry Lady, es wird immer schlimmer, wir können nimmer aufhören mit unserer Singerei. Sherry, Sherry Lady, durch unser Gewimmer bricht schon bald das ganze Universum ein. Wir sind zwei Lovermen and we do what we can, weil wir haben ziemlich viel Sexappeal. Und wir sind auch immens stolz auf unsere Potenz, denn im Schritt sind wir unheimlich fit. Doch wo gibt's hier eine schöne Maid zum Zeitvertreib? Sherry, Sherry Ladies, jetzt sind wir die Bladies, lauter alte Weiber, kein Junge weit und breit. Sherry, Sherry Ladies, wo sind fesche Mädels? Mit den alten Schachteln haben wir gar kein Freit. Sherry, Sherry Lady, wir sind arme Deppen, wer kann uns noch retten vor diesem Rentnerkreis? Sherry, Sherry Lady, da kann man nur beten, lebt's mit der Raketen, haben noch Österreich.